damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Desperados 3. Wir haben uns das letzte Mal hier etwas festgefahren. Denn der Typ hier, ich wollte hier drüber irgendwie von hinten aufräumen. Immer noch nicht fassen, dass er ihr ausgerechnet eine Gatling schenkt. Aber der Typ sieht alles und deswegen brauchen wir die Kate, die hier durchläuft. Die Feier wird mir zu chaotisch. Auf Nimmerwiedersehen. Die kann ja mit einfach überall durchlaufen, außer bei dem Hund. Der Hund und die Longcoats, also die hier, glaube ich, erkennen sie auch. Abgang Bühne links. Ich lass meinen Charme. Hey. Da lenken wir einfach den Poncho hier ab. Und dann kann der Cooper nämlich. Das ist noch gar nichts da. Ich höre zu, ich höre. Moment. Ui, oh, das war knapp. Bin unterwegs. Du bringst mich auf Ideen. Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. So, die anderen. Was soll das denn werden? Wo das herkommt, gibt es noch viel. Ich bin ganz mehr. Ohrsüße. Gucken ja nicht so weit. Okay. Was meinst du? Ja, dann. Ich höre. Trotzdem, das ist ein. Würde ich sagen, holen wir uns den. Hast du schon was vor? Ich bin den ganzen Tag hier. Los. Gefällt dir, was du siehst? Kein Problem. Die Zähne. Meins. Ist schön schwer. Bin unterwegs. Vielleicht könnten wir ja. So. Was immer du willst. Ich kann immer noch nicht fassen. Der guckt da runter, der guckt da runter. Den sieht quasi nur der, wenn er hochläuft. Oder? Hast du schon was vor? Was immer du sagst, schöne Frau. Der guckt ja hin und her. Ja, mach doch. Was meinst du? Mach schon. Ich bin ganz Ohrsüße. Ein so schöner Mann wie du. Ich bin den ganzen Tag. Gehen wir mal hier hoch. Braucht etwas Schliff. Dann holen wir uns den. Das hinter dir. Und los. So. Der sieht irgendwie gar nicht. Der Hund sieht den. Dann ist die eigentlich gar keine große Hilfe, weil die einfach nur jedes Mal vom Hund gesehen wird. Beeil dich endlich, es interessiert jetzt keinen mehr, wenn sie ein paar Kratzer abbekommen. Ich weiß, trotzdem, das ist ein prächtiges Stück Stahl. Auf geht's. Das Messer reicht. Wieder einer weniger. So, wieder einer weniger. Dann haben wir noch den. Dann warten wir mal. Würde ich sagen, krabbeln wir mal hinten rum und holen uns den. Ich habe doch gesagt, ich arbeite dran. Jetzt geht's. So.
Wenn der dann mal vorgeht. Braucht etwas Schliff. Okay. Nimm's nicht persönlich. Weg mit dem. Speichern. Bereit? Ich mach ja schon, nicht drängeln. Kein Problem. Sieh genau hin. Das war nicht gut. Das war zu langsam. Mist, Mist, Mist. Wer hat Lust zu sterben? Dann wollen wir mal. Beeil dich endlich! Ach Mann! Ich weiß, trotzdem, das ist ein prächtiges Stück Stahl. Okay, los geht's. Sieh genau hin. Wir müssen mein Blut vergießen. Wieder. Und los. So, Hund auch weg. Immer noch nicht fassen, dass er ihr ausgerechnet eine Gatling schenkt. Dann können wir jetzt ja noch mit dem. Ich habe doch gesagt, ich arbeite dran. Mit der den hier ablenken. Ist es in Ordnung, wenn ich mich mit dieser Gatling vertraut mache? Nur zu, Mr. Cooper. Und hier der Kollege. Der Kubo-Kollege. Was ist das? Das war knapp. Geht hier hinten rum. Gibt es noch viel mehr. Ins Gebüsch. Das Messer reicht. Genug Zeit vertrödelt. Verzeihung im Voraus, Darling. Du brauchst eine kleine Pause. Kurz und schmerzlos. Keine Sorge weniger. So, weggeräumt noch. Sein. Kann die das bedienen? Speichern wir mal. Augen auf. Mach schon. Dann können wir uns ja noch ein bisschen Munition holen. Und dann? Und die anderen. Okay. Ach, die da unten hören das gar nicht. Ist das geil. Was gibt's? Okay. Bereit, wenn du es bist, Darling. Gut, speichern wir mal. Bin unterwegs. Hören Sie, Mr. Cooper. Wenn Sie uns helfen, die Ranch zu verteidigen, sage ich Ihnen, wohin Frank gegangen ist. Sie sind ein harter Verhandlungspartner, Miss O'Hara. Ich weiß einfach nur, wie ich meine Karten zu spielen habe. Immer schön den Kopf runter. Die alte und die neue. Mhm. Zwei sind besser als eine. Augen aufs Ziel. Sollen wir? Haha, die glauben, sie könnten sich verstecken.
So, ich würde sagen, das war's, liebe Freunde. Tut mir leid. Ich bin wach. Dann müssen Sie also Mr. Coopers Freund sein. Ach, und Sie sind? Kate O'Hara. Freut mich, Sie kennenzulernen. Hector. Und, wie war die Hochzeit? Probier erst gar nicht, die Lady zu beeindrucken. Wir brechen auf. Hör zu. Ich habe jemanden, der uns helfen könnte. Ein verdammt guter Schütze. Die Sache ist, er macht das nicht umsonst. Ich bin sicher, Higgins hat keine Einwände gegen diese Investition. Okay, Hector. Du gehst mit Miss O'Hara. Ich denke, wir haben bis zum Sonnenuntergang Zeit, bevor die Witzmänner zur Ranch kommen. Wir treffen uns dort. Alles klar, amigo. Vielen Dank, Mr. Cooper. Ja, nicht nötig. Wir haben doch eine Abmachung, nicht wahr? Dieser Frank muss ja ein krasser Typ sein, wenn Sie Ihr Leben riskieren, um ihn zu finden. Wäre nicht das erste Mal. Naja, Sie sollten sich besser beeilen. Wir werden uns an der Ranch bereithalten. Wollen wir es hoffen. Also, warum müssen wir die Ranch jetzt verteidigen? Tja, das ist eine lange Geschichte. Das erkläre ich unterwegs. Klar. Das erkläre ich unterwegs. Abzeichnen wir mal vermutlich wieder. Mache ein Foto vom toten Bräutigam. Na gut, das könnte man ja noch schaffen können. Benutze keine Verkleidung. Benutze nicht die Gatling. Ist fünfmal geladen. Oh Gott, waren wir schlecht. Dum, dum, dum. Ich glaube, da haben wir es ja, zweimal geladen. Irgendwie messer ich hier alle Leute ab. Naja, haben wir ja ganz gut gemacht. Auf, dass die Gatling halt zu laut macht. Wir hätten die ja einfach noch von hinten abbessern können, die zwei. Wären wir auch rausgekommen. Aber na gut. Fünf Leuten in die Eier getreten. Einmal umgezogen. Viermal geflirtet, sechsmal geschossen. 14-mal gemessert, viermal das Messer geworfen. Dreimal die Münze geworfen, davon war aber glaube ich dreimal sinnlos. Na gut. Und heute gehen wir mal weiter. Harris Ranch. Die glorreichen fünf Handlanger der David Company wollen O'Hara's Ranch bei Anbruch der Dunkelheit angreifen. Cooper und hat Kate versprochen, ihr bei der Verteidigung zu helfen. O'Hara Ranch. Ach, Scheiße. Hey, hör auf deinen verdammten Daumen zu schlagen. Tut mir leid, Mr. O'Hara. Wir sind so bereit, wie wir nur sein können. Sag dir dann, sie sollen nach Hause gehen. Verstanden. Viel Glück, Sir. Hector, ist das der Rest vom Teeröl? Aber sicher. Alles andere haben wir ausgekippt, wie sie verlangt haben. Den werden wir Feuer unterm Hintern machen. Hey, sieh mal an, wer da ist. Ah, die Verstärkung ist eingetroffen. Schön, dass Sie beide es zu unserem kleinen Grillfest geschafft haben. Wer ist dieser Vogelscheuche, amigo? Mein Name ist McCoy.
amigo. McCoy? Ich hätte nie gedacht, dass ich mal an der Seite eines Schotten kämpfen würde. Nicht böse gemeint. Schon gut. Hör zu, wir haben Reiter gesehen, die den Bergpass herunterkommen. Nun gut, dann legen wir mal los. Zwei von euch werden hier draußen bleiben und die Mistkerle eine nach dem anderen ausschalten. Demjenigen, der die meisten erwischt, spendiere ich eine gute Flasche Whisky. Abgemacht? Whisky, ja? Geht klar. Ich werde mich unten im Bootshaus verstecken. Guter Mann. Guter Mann. Was ist mit Ihnen, Mr. McCoy? Meinen Sie, das kriegen Sie besser hin als Mr. Hector? Als ob ich gegen einen Neandertaler wie ihn verlieren würde. Halten Sie den Whisky bereit. Gut. Das gefällt mir. Sie haben mir nie gesagt, dass Ihr Freund den Charme einer Klapperschlange besitzt. Machen Sie sich keine Sorgen um ihn. Ich würde sagen, wir gehen besser rein, bevor Sie kommen. Also gut. Zeigen wir diesen Mistkerlen, wer der Boss auf dieser Ranch ist. Onkel Ian? Was? Was ist denn, Katie? Das ist alles meine Schuld, oder? Wovon zur Hölle redest du da? Wenn ich die Urkunde nicht verloren hätte. Oh, Katie! Higgins hat alle betrogen, nicht nur dich. Ja, aber... Kein Aber. Das stehen wir jetzt durch. Das tun wir immer. Du hast wohl recht. Zeigen wir diesen Hunden von der Company, warum man sich nicht mit deinem O'Hara anlegt. Jetzt sind sie dran, die Company. Die blöde alte Devitt Company. Oh, ganz viele Ponchos. Die Ranch gehört jetzt uns. Das ist unser Land, du stiefelleckendes Stück Müll. Flieg zu dem Witz zurück und sag ihm das. Tja, klingt, als wären sie beschäftigt. Dann wird es wohl Zeit, mir mein Geld zu verdienen. Worauf wartet dieser Einfallspinsel? Er wird sich doch wohl nicht noch im Bootshaus versteckt halten. Ich werde besser mal hingehen und nachsehen. Überall sind Männer von der Company. Gut, dass es Nacht ist. Ich muss nur unauffällig bleiben und das Licht meiden. Zuerst muss ich mich allerdings um diese Scherzkekse kümmern. Verstanden. Okay, dann würde ich aber sagen, das machen wir eventuell die komplette Folge in der nächsten, Episode in der nächsten Folge. Haben wir, denke ich, ganz schön zu tun. Wir können nur mit dem McCoy erstmal spielen, müssen dann wahrscheinlich hier irgendwie runter und hier unten im Bootshaus nach dem Hector sehen und dann zusammen, denke ich mal, hier oben die anderen von hinten massakrieren. Gut, dann würde ich sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.